Dresden? Wow. Einfach nur wow. Der Rosiro-Skandal 2023 hat der Band keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, Rammstein hat auch keine neue Platte auf den Markt geworfen. Und doch erlebten rund 55.000 Leute am Mittwoch den 4-Konzerte-Auftakt der Band in Dresden. Brachial? Atemberaubend? Laut? Feurig. Eine Megashow. Rammstein lieferte, auch bei Tageslicht. Aufgrund der strengen Bestimmungen der Stadt erklangen schon 19.30 Uhr die ersten Riffe. Der Opener Ram 4 war sicher bewusst gewählt. Ein Song als Sammelsurium alter, bekannter Songtexte mit dem Refrain „Auferstanden aus Ruinen, Glück für Menschen und Maschinen. Eilt herbei von fern und nah. Wir sind wieder da." Eine Anspielung auf den Rosiro-Skandal. Feuerfrei. Sie sind wieder da? Und wie? Vom ersten Takt an grölte die Masse mit. Till Lindemann hätte nicht singen müssen, die Fans erledigten dies. Jeder Song, jede Zeile saß. Links 2, 3, 4, mein Herz brennt, Deutschland, Radio, Sonne, du hast. Es war schon gigantisch zu sehen, wie die Fans mitgingen. Es zischte, es brannte in altbekannter Manier. Die Rinne bebte, sie zitterte. Das Feuer erhitzte die Meute, für die es kein Halten gab. Mehr als 2 Stunden Lebensfreude für die Fans. Dass Rammstein die Meister der Provokation sind, ist nicht erst seit gestern bekannt. Mit Wiener Blut spielten sie erstmals seit 2013 einen ihrer umstrittensten Songs live, in dem es sich um den Österreicher Josef Fritzl dreht, der von 1984 bis 2008 seine Tochter in einer Kellerwohnung gefangen hielt und mit ihr 7 Kinder zeugte. Der Höhepunkt? Engel in einer A Cappella-Version, begleitet von Feuerzeugen und Handylampen, ein beeindruckendes Lichtermeer. Die 6 Rammsteine beherrschen auch die leisen Töne meisterhaft.